Recht herzlich willkommen zur 91. Folge von Avorion. Ja, die Aufgabe hier ist weg und ja, so wie es aussieht, ist dann keine Aufgabe mehr da. Wir können mal gerade unseren Dingens hier ausmachen, unsere Waffe, aber das ist nur eine ausgewählt. Wieso das denn? Ja, da passt doch irgendwas nicht. Ah, da ist noch was. Abwracker und Bergbauer. Da müssen wir die mal gerade einstellen, ne? Machen wir den Abwracker auf 3 und den Bergbauer auf 2. So war das immer, glaube ich, ne? Gut, das haben wir. Und dann ist hier, sind wir durchs Tor gekommen. Hier war ja jetzt nichts Herzerfrischendes. Wir können mal gerade gucken, ob wir hier noch ein... Das war der C43-Detektor. Zeigt er uns was an? Eigentlich ja, aber ist nichts. Das heißt, da wieder rein, dieses Ding raus und das Handelssystem gerade einmal rein. Das ist da. Und dann können wir hier draufklicken und sehen, dass wir vom Handelsposten, was sind das hier, Treibstoff kriegen können. Für 1137 und für einen 100er verkaufen wir das noch da. Boah, super geil. Das wollen wir glaube ich gar nicht machen. Hier gibt es die Antigraf-Einheiten, die 30 knapp bringen. Können wir für 27 verkaufen. Achso, das war kaufen, ne? Und das verkaufen, okay. Gut, dann sind wir damit schon durch. Das war's nicht. Gucken wir mal auf die Karte, wo wir hinfliegen könnten. Da ist nichts los. Edelmetallminen, Aluminium. Da fliegen wir mal dahin, über diesen Weg hier, ne? Dann suchen wir ein Südwest-Südtor. Oder was war das jetzt? Was ist das hier? Also Ressourcendepot. So, ach so, das ist unser Tor. Wo ist das andere? Da unten. Das ist ein Osttor. Das brauchen wir nicht. Das war wieder unsers. Wo ist denn das andere jetzt? Da oben ist noch eins. Okay, dann muss das ja das Süd-Südwest-Tor sein. Genau. Fliegen wir da mal hin. Das Ressourcendepot sieht schon eigenartig aus, ne? Aber ist halt so. Gut. Unser Bergbauer, der ist immer noch am Abbauen. Das ist auch gut so. Und wir sind ein Tor weiter. Das ist jetzt hier nur ein Wegpunkt, ne? Ja, sieht so aus. Jetzt suchen wir dann das West-Nord-West-Tor. Das ist richtig. Das brauchen wir dann. So, dadurch. Und dann sind wir jetzt hier bei den Minen und wollen hoffen, dass wir, sag schon, hier Antigraf-Einheiten als Aufgabe haben. Das ist das. Das ist das. 40 Antigraf-Einheiten. Aber, wenn ich mich recht erinnere, haben wir nur 18 dabei, oder? Ja, schade, ne? 29 Lasermodulatoren. Das ist ja jetzt doof gelaufen, ne? Aber wir haben da oben noch ein Dingens an. Gucken wir doch mal gerade schnell rein. Also da können wir Antigraf-Einheiten loswerden. Alle 18, aber... Da haben wir jetzt natürlich gerade nicht die tollste Möglichkeit, weil, ne? Fehlt halt. 22 Stück. So, mal gerade checken. Da auch Edelmetallminen. Mhm. Hier waren wir schon überall, ne? Ja, was machen wir jetzt? Bringt tut das jetzt gerade nicht viel. Pflanzenfarm, Stahlfabrik, Fleischfabrik, Ölraffinerie. Hätten wir bei unserem Ölbohrturm mal anpacken sollen und dann gucken sollen, dass wir da Öl mitnehmen, ne? Und das vielleicht dann, wo wir das jetzt hier hinbringen, ne? Genau. Okay.
Haben wir denn ein anderes Modul für den Oberraum? Bestimmt, ne? Ach so, ich bin in der Karte, deswegen geht P nicht. Ich drücke die ganze Zeit P und das will nicht, ne? So, Hyperraum, ist das das hier? Quantum Hyperraum Upgrade. Und das ist der C43-Detektor. Habe ich den hier schon angeschlossen? Nein, dann machen wir das als erstes. Wertvolle Objekte gefunden. Okay, dann suchen wir die mal. Das war verkehrt. B. Ist das jetzt ein Asteroid, den er da gefunden hat? Oder ist dahinter was versteckt? Gucken wir uns das doch mal an. Das ist ein Asteroid, ne? Genau. Ja. Gucken wir mal, dass wir den kriegen. Ist genäher hier noch. So, gleich können wir interagieren. Was zeigt denn der da oben an? Wertvolles Objekt gefunden. Ja, das ist das hier doch, oder? So, jetzt können wir interagieren. Einnehmen. Nochmal F drücken. Und Termine gründen geht nicht, weil, ne? Keine Kohle, also da müssen wir noch sparen. Das ist okay dann. Und das andere wäre Asteroid verkaufen. Aber das würde ich jetzt nicht mehr favorisieren. Es war 150.000, aber ja. Nee, den behalten wir mal. Gehen auf die Karte und setzen da Notiz hinzu. Unser Asteroid. Ja, da steht jetzt auch nirgendwo, dass wir einen Asteroiden hier haben, ne? Das ist schon komisch, oder? Naja. Aus der Karte raus. Und dann überlegen wir, wo wir hingehen. Ach so, ja, wir hatten jetzt hier dieses Modul da eingebaut. Machen wir wieder aus. Was war das? Antriebsupgrade. Okay, und das hier? Generator-Upgrade. Gut. Bergbausystem. Das ist ja schon mal schön, aber ich wollte jetzt den da reinbauen, damit ich weiter springen kann, ne? Ja, das geht schon. Wenn ich jetzt aber den zweiten noch dazu setze, geht es dann noch weiter. Antriebsupgrade und den da reinsetze. Da ist jetzt aber nicht noch einer, ne? Nein. Oh, da kann ich jetzt ganz weit springen. Macht vielleicht Sinn, ne? Ich würde jetzt hier über so einen Blip dahin springen dann. Ja, komm los. Da müssen wir in diese Richtung ausrichten. Und los geht die Reise. Okay, jetzt müssen wir hier gucken, was hier ist. Da ist ein Depot. Lass mal gerade überhaupt gucken. Reparaturdruck und Schiffswerft, mehr ist hier nicht. Und ein paar Asteroiden. Kurz das andere Teil einbauen. Okay, wertvoller Fund. Da lang. Jo, fliegen wir mal hin, gucken, dass wir da wahrscheinlich wieder einen Asteroiden gefunden haben, oder was? Gucken wir mal, ob ein bisschen schneller geht noch. Ja, da ist er. Sieht doch ganz nah am Asteroiden aus, ne?
Ja. Yep. Dann klemmen wir den auch mal gerade. Okay. So, einmal F. Den nehmen wir auch ein. Nochmal F. Ja, wird ein bisschen mehr Geld hier kriegen. Machen wir aber nicht. Wir behalten den auch wieder. Ab in die Karte. Ah, das war falsch. Muss man natürlich erstmal hier rechts klicken, ne? Da so. Und Notiz hinzufügen. Warum schreibt er jetzt nicht, bitteschön? Mein Asteroid. Okay, haben wir noch einen. Ist ja jetzt auch gar nicht so verkehrt da, was dann hier in dieser Ecke ist. Vielleicht was aufzubauen erstmal. Also da haben wir einen Asteroid. Und da hieß er unser Asteroid. Und der heißt jetzt mein Asteroid. Auch gut. Gut. Das wieder rausmalen. Und den da reinschmeißen. Dann springen wir jetzt mal, denke ich, dahin. Koordinaten in Navigationscomputer eingeben. So, Sprung bereit. Ne? Jetzt. Und weg sind wir. Gut. Hier sieht es schon interessanter aus. Sagt denn die Karte erstmal, was hier gibt? Wertstoffhof, ach so ein Ding ist das hier. Ja, da können wir dann per Lizenz den Schrott hier abbauen, aber da habe ich jetzt nicht wirklich ein Interesse dran, oder? So, dann haben wir hier noch einen Blip, aber ich glaube, wenn wir den anfliegen, kommen wir nicht um die Ecke, oder? Kann das sein? Puh, was machen wir da? Komm, wir fliegen trotzdem an. Und gucken, ob wir dann nicht doch von da aus weiterkommen. Ja. Da sind wir unterwegs. Und gucken mal, wo wir rausgekommen sind. Hier. Auch ein Tor. Ja, da kommen wir nicht über diesen Schlitz. Hier ist irgendwo der Riss. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Was ist das da? Eisen, ne? Ja. Was machen wir jetzt? Da ist ein Handelsposten und wir können mal nach Handel gerade gucken. Anderes Modul einbauen, ne? So, das können wir auch noch einbauen erstmal. Hier gibt es auch wieder ein wertvolles Objekt. Ah, falsche Taste, P. Das war wieder so ein Asteroid, den nehmen wir auch mit. Da rechts aber auch noch einen, wie wir sehen. Okay, näher ran. So. Ein bisschen näher, dass wir interagieren können.
So geht's. So, den nehmen wir ein. Wie werden die Kosten hier? Okay, ein bisschen mehr. Machen wir aber auch wieder nicht. Da raus. Da rein. Und unser Asteroid passt. Oh, da ist ein Blip in dem Feld. Dann würde ich ja jetzt mal die Koordinaten dahin setzen. Da würde ich ja jetzt wissen, was da ist. Dann müssen wir da ausrichten. Machen wir auch. Und kommen wir hin. Musste ich da gerade noch was... Ach, da war noch was zu entdecken, fällt mir gerade ein. Da waren ja zwei Sachen. Naja, gut, dann gucken wir erst hier und notfalls fliegen wir wieder zurück. Wertvolle Objekt gefunden. Das ist da. Fliegen wir da mal rüber. Oh, mein Antrieb geht nicht mehr. Batterie ist alle. Dieser Sektor wird von einer anderen Fraktion angegriffen. Okay. Das ist nicht gut. War schwach oder was steht hier? Ja. Aber wir holen uns da trotzdem gerade den Asteroiden noch. Ruft sofort Verstärkung, steht da. Okay. Gut, gleich mal da. Angekommen, einnehmen. So, Asteroid verkaufen. Jetzt müsste man gucken, wie das ist, ne? Die Gutuba, der dramatische Clan von Proregio. Beziehung. Ja, wenn man jetzt wüsste, wo die sind, ne? Das wäre dann das Entscheidende. Ah, die kontrollieren das hier, der Clan. Und die anderen? Sind die das hier? Nee. Die universellen Herrstaaten. Ah, die Gute war gut. Auch gut. Aber eigentlich wäre es besser, wenn wir hier den Asteroiden behalten mal für uns. Denke ich. Ne? Wir haben den schon geklemmt. Naja. Und dann müssen wir nur gucken, dass wir eine Mine dann da irgendwann gründen. Kurz Text rein wieder. Und schreibt danach. Unser Asteroid. Und da fehlt das A. Unser Asteroid. Passt. Ja, direkt daneben ist noch ein Feld, ne? Geben wir die Koordinaten in den Computer ein. Aber was wir da machen, das kriegen wir jetzt noch mit kurz, weil wir da hinspringen, aber inhaltlich werden wir dann in dem Sektor das später machen, denke ich mal, in der nächsten Folge. Also, oh, sieht hier komisch aus. Okay, dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.